Die Ministerin für EU-Agenten ist am Wort, Caroline Itt-Stadler. Also eingangs wollte ich eigentlich der Präsidentin, der Amtierenden des Bundesrates, ganz herzlich gratulieren zum heutigen Geburtstag. Sie hat jetzt gerade den Saal verlassen, aber vielleicht hört sie es auch draußen, und auch zur erfolgreichen Amtsführung. Zum Zweiten darf ich mich dem anschließen, was die Frau Bundesrätin Gittstaller gerade gesagt hat. Ich finde es schön, dass wir auch im Bundesrat über Europa sprechen, insbesondere über die Konferenz zur Zukunft Europas. Und es steht ja in der Tagesordnung so schön, Bericht über das endgültige Ergebnis. Und da möchte ich gleich einmal sagen, endgültig ist da noch gar nichts. Wir müssen jetzt einfach unser Europa der Zukunft formen. Und ich finde es jetzt fast ein bisschen schade, dass so viele den Saal verlassen haben nach der zugegeben sehr anstrengenden Debatte zur Teuerung und zum Antiteuerungsgesetz. Aber vielleicht kann man das auch sozusagen jetzt dann weitergeben. Ich habe mich auch ganz bewusst am Beginn jetzt gemeldet, weil möglicherweise dann auch mir die Gelegenheit geboten wird, noch einmal zu reagieren auf das, was von Ihrer Seite kommt. Aber ich darf Ihnen ein bisschen einen Überblick geben, warum und wieso die Zukunftskonferenz entstanden ist. Sie ist schon entstanden nach einer Idee von Emmanuel Macron anlässlich seiner großen Rede an der Sorbonne zur Initiative Europas. Und sie wurde aufgegriffen, das war im Jahr 2017, von der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Jahr 2019. Und schon damals, lange bevor wir von diesen großen Umbrüchen gesprochen haben, wie Pandemie oder auch jetzt Krieg auf europäischem Boden, war die Idee, die Bürgerinnen und Bürger Europas einzubeziehen, zu fragen, wie sie sich denn das Europa der Zukunft vorstellen. Und dieser Prozess ist einer gewesen, den man sehr breit angelegt hat. Leider muss man sagen, haben wir pandemiebedingt auf europäischer Ebene ein Jahr sozusagen verloren. Die hätte starten sollen am 9. Mai 2020. Sie ist gestartet worden am 9. Mai 2021. Ich darf aber auch dazu sagen, dass ich in Österreich diese Konferenz zur Zukunft Europas schon im Juni 2020 gestartet habe und wir sozusagen ein Jahr herausgeholt haben, um die Bürgerinnen und Bürger zu befragen, sie einzubinden, mit ihnen zu diskutieren. Ich war unterwegs vom Burgenland bis Vorarlberg. Ich habe auf Gemeindeebene Diskussionen geführt mit Schülerinnen, mit Studenten. Ich habe einmal im Monat eine Online-Sprechstunde gemacht, um auch hier beratend zur Seite zu stehen. Denken Sie zurück, wir haben im Juli 2020 das größte Budget aller Zeiten beschlossen. Auch das ist etwas, wo man Europa einfach näher bringen muss und wo man versuchen muss, die Informationen hinzubringen, wo sie hingehören und auf der anderen Seite auch die Wünsche abzuholen. Ich habe Ihnen auch mitgebracht, Sie haben ihn alle zugeschickt bekommen, den Aktivitätenbericht der Zukunftskonferenz in Österreich. Und ich darf darauf hinweisen, dass das nur ein kleiner Ausschnitt der Veranstaltungen ist, die abgehalten worden sind. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch wirklich bei jedem und bei jeder dafür bedanken, dass die Beteiligung stattgefunden hat, dass Initiativen gegründet worden sind, dass im Chatroom, am Stammtisch überall diskutiert worden ist über Europa und wir werden das aufnehmen und ernst nehmen und wir tun das bereits auf europäischer Ebene. Ich habe von Umbrüchen gesprochen und ich habe davon gesprochen, dass die Konferenz der Zukunft davor schon ausgerufen wurde und jetzt ist es wichtiger denn je, das Europa der Zukunft für uns alle zu formen. Den Österreicherinnen und Österreichern ist das ein großes Anliegen. Das zeigt sich alleine an den Beiträgen, über 1400, die auf der multimedialen und auch multilingualen Plattform der Kommission eingegangen sind. Da sind substanzielle Vorschläge dabei. Sie können es auch nachlesen. Da sind Dinge dabei, die ja vielleicht auch Vertragsänderungen nach sich ziehen müssten. Das sind Dinge, die man sich gut auch politisch natürlich anschauen muss. Aber ich bin stolz darauf, dass Österreich sich hier so intensiv auch beteiligt hat. Ich muss aber auch nach mehr als 2 Jahren als Europaministerin einen durchaus beunruhigenden Befund stellen, denn wir haben ein Europa vor uns, das unter Druck ist. Wir haben den European Way of Life, den wir alle so lieben und schätzen, der in Gefahr ist. Und wir sind gefordert, unsere Werte jetzt aufrechtzuerhalten und einfach dafür einzutreten und sie auch zu exportieren. Wir haben bereits vor der Pandemie erlebt, dass das Streben Chinas nach der Vormacht in der Welt uns unter Druck bringt. Wir haben erlebt, was die Globalisierung an negativen Folgen zeitigt, wenn wir an die Pandemie zurückdenken. Denken Sie an die Rohstoffknappheit, an Innovation, die wir brauchen, wenn wir auch klimaneutral werden wollen und die Zukunft für die nächsten Generationen absichern wollen.
Und wir haben natürlich diesen unglaublich aggressiven Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der uns alle vor noch nie dagewesene Herausforderungen stellt. Soweit der beunruhigende Befund. Aber die gute Nachricht ist, dass das Europa seine Stärke dem entgegenhalten kann. Und ich sage Ihnen, ich überblicke aus erster Reihe sozusagen die Europapolitik mittlerweile seit etlichen Jahren. Ich habe die Ratspräsidentschaft Österreichs erlebt, aber noch nie zuvor habe ich so eine Geschlossenheit erlebt innerhalb der Europäischen Union wie jetzt. Und das heißt nicht, dass wir nicht diskutieren hinter den Kulissen. Das heißt nicht, dass es da emotionslos abgeht. Das heißt nicht, dass es nicht schwierig ist, auch Lösungen zu finden. Aber diese Lösungen werden gesucht, intensiv gesucht und auch gefunden. Und dann wird die Einigkeit nach außen präsentiert. Und genau das ist es, was uns zu einer globalen Macht in der Welt macht. Und das ist es, was wir auch in Zukunft aufrecht erhalten müssen. Ganz konkret, weil ich versuchen möchte, auch auf Ergebnisse einzugehen, möchte ich Ihnen drei Punkte sozusagen hier auch präsentieren, die man ableiten kann aus den vielen, vielen Beiträgen, die wir bekommen haben. Es sind drei Dinge zu tun. Wir müssen die geopolitischen Interessen der Europäischen Union wieder voranstellen. Das ist der erste Punkt, ich komme noch darauf zurück. Wir müssen uns rückbesinnen auf die Wirtschaftsmacht der Europäischen Union. Unsere Stärke ist der Binnenmarkt, den wir endlich auch vollenden müssen. Und der dritte Punkt, wir müssen die Institutionen der Europäischen Union stärken, damit wir im Inneren stark sind und das auch nach außen tragen können. Was meine ich ganz konkret damit? Der Außengrenzschutz ist ein Thema, das uns weiter beschäftigen muss. Wir müssen auf der anderen Seite aber auch schauen, dass wir legale Migration nach Europa ermöglichen. Denken Sie nur daran, wie viele Russinnen und Russen derzeit ihr Land verlassen, die hochqualifiziert sind. Die dürfen wir nicht verlieren nach Amerika. Wir müssen für die Stabilität und Sicherheit Europas sorgen, indem wir die Westbalkanstaaten endlich heranführen und unsere Versprechen einlösen. Und hier bin ich sehr kritisch gegenüber der Europäischen Union, auch nach dem letzten Europäischen Rat, wo es gelungen ist, aufgrund der Initiative von Bundeskanzler Karl Nehammer, Bosnien-Herzegowina auch in die Debatte zu bringen, wenn wir von Kandidatenstatus reden für Ukraine und die Republik Moldau. Das sind Dinge, die unsere Sicherheit absichern. Und ich weiß, dass das manchmal gar nicht einfach ist, den Menschen zu erklären, weil manches Mal die Sorge im Vordergrund ist, es könnten weitere Nettoempfänger hier in die EU aufgenommen werden. Ja, das ist im Moment so, schaut so aus, aber das ist es, was uns als Sicherheitsbuffer für die Zukunft auch garantiert, Stabilität und Frieden auch auf dem Westbalkan und damit in Europa. Ja, und selbstverständlich sehen wir seit dem Angriffskrieg, dass es nicht angenehm ist, von Rohstoffen aus dem Osten, insbesondere aus Russland, abhängig zu sein. Und da müssen wir ansetzen und noch schneller werden, um einfach unabhängiger zu werden, um eine Diversifizierung der Energiequellen auf den Weg zu bringen. Das sind nur einige Punkte, die unter den Punkt Vormachtstellung und Voranstellung der geopolitischen Interessen der EU fallen. Der zweite Punkt, ich komme noch einmal zurück darauf, ist die Rückbesinnung auf die Wirtschaftsmacht der Europäischen Union. Sie wurde ursprünglich gegründet, damit man Krieg vermeidet, damit man miteinander Wirtschaft treibt und das Ganze friedlich macht. Jetzt aber ist es an der Zeit, das Wettbewerbsrecht auf die Höhe des 21. Jahrhunderts zu bringen. Und ich sage ganz klar, es war richtig, dass wir in der Krise die Auer unterstützt haben, um nicht langfristig abhängig zu sein von asiatischen Fluglinien. Wir sollten uns auch darauf einigen, dass wir Golden Plating verhindern, damit wir nicht weitere Hürden aufbauen im Binnenmarkt und nicht die Unternehmerinnen und Unternehmer, die innovativ und kreativ sind und das ja auch während der Pandemie bewiesen haben, sich nicht an 27 Einzelvorschriften halten müssen, sondern einfach einen Binnenmarkt vor sich haben, der sozusagen barrierefrei ist. Wir brauchen mehr Flexibilisierung für den Arbeitsmarkt. Stellen Sie sich vor, Sie leben im Salzburger Lungau und arbeiten für eine belgische Firma. Ja, theoretisch ist das insbesondere nach der Pandemie möglich, aber praktisch haben Sie sehr viele bürokratische Hürden zu überwinden und auch da gilt es, Vereinfachung herzustellen, damit wir eben hier flexibler werden, besser sind und die besten Köpfe auch dorthin bringen, wo sie gefragt sind. Und der dritte Punkt ist die nachhaltige Stärkung der europäischen Institutionen. Ich halte es für wichtig, dass es 27 Kommissarinnen und Kommissare gibt, damit ein Bezug auch zu den Ländern, zu den einzelnen Mitgliedstaaten gegeben ist. Und mich hat einmal wer kritisch gefragt und zu mir gesagt, na, aber wissen Sie, wer aus Belgien der Kommissar ist?
Ja, also ich weiß es natürlich schon, vielleicht weiß es nicht jeder, das ist jetzt aber auch nicht weiter tragisch. Wichtig ist, dass man weiß, dass jeder Mitgliedstaat in der Kommission vertreten ist. Und ich fürchte, dass wir uns keine Sorgen darüber machen müssen, dass irgendjemand zu wenig Arbeit hat im Anbetracht der vielen Krisen, die es auch in Zukunft zu bewältigen gibt. Ein Thema ist mir auch ganz wesentlich, wenn es um Stabilität der Institutionen geht, und das ist die Rechtsstaatlichkeit. Unsere gemeinsame Zusammenarbeit fußt auf drei Dingen: Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte. Und darauf müssen wir uns verlassen können. Und deshalb trete ich auch massiv dafür ein, dass wir den Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, den wir jetzt entwickelt haben, auch in den Verträgen tatsächlich verankern. Denn das Artikel 7-Verfahren ist eines, das, naja, wenn man es legistisch ausdrücken will, eine Lex Imperfecta ist aus meiner Sicht. Und dass wir auch hier irgendwann rauskommen müssen hin zu einem Best-Practice-Modell, voneinander lernen und nicht einem Blaming and Shaming. Aber wenn hier Probleme sind, dann gilt es auch tatsächlich durchzugreifen und auch Gelder nicht zur Auszahlung zu bringen, wenn Staaten den Weg der Rechtsstaatlichkeit verlassen. Und all das klingt jetzt auch relativ komplex, das gebe ich zu. Und wir alle sind gefordert, dass den Menschen auch zu vermitteln, auch was wir aus den Ergebnissen herausziehen. Und der beste Weg, das zu tun, ist aus meiner Sicht die Installation von Europagemeinderätinnen und Räten in jeder einzelnen Gemeinde Österreichs. Mit Stolz sage ich Ihnen, dass wir schon über 1500 haben, die großes Engagement an den Tag legen, die von uns versorgt werden mit Newslettern, mit einem viermal im Jahr erscheinenden Magazin, mit denen ich Sprechstunden abhalte, denen ich auch das direkte Angebot der Information mache, etwa wenn es darum geht, auch Fördergelder abzuholen. Und das ist es, wie dieses komplexe, von außen manchmal sehr bürokratisch wirkende Gebilde der Europäischen Union direkt bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt. Machen Sie Werbung dafür, sprechen Sie auch in Ihrer Gemeinde über diese Möglichkeit und motivieren Sie unsere Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, die EU dorthin zu bringen, wo sie beginnt. Sie ist nicht in Straßburg, sie ist nicht in Brüssel, sie ist da, wo die Menschen einfach auch Antworten suchen und Antworten erwarten. Sehr geehrte Bundesrätinnen und Bundesräte, ich möchte damit schließen, was Sie sagen und was Sie auch transportieren müssen. Die Europäische Union ist Garant gewesen in den letzten Jahrzehnten für Frieden, Freiheit, Stabilität, für Menschenrechte. Die Europäische Union wird aber nicht an seiner Geschichte gemessen werden, sondern an der Fähigkeit, Lösungen auf die Antworten oder auf die Fragen der Gegenwart zu finden und auch Antworten auf die Fragen der Zukunft zu geben. Das ist es, was uns als Politikerinnen und Politiker motivieren sollte. Und ich möchte abschließend noch einmal darauf hinweisen, dass es diesen Aktivitätenbericht gibt, in denen es sich lohnt, einmal hineinzuschauen. Und ich möchte auch allen Zuseherinnen und Zusehern sagen, wenn Interesse besteht, wir haben auch einige Exemplare. Es lebe eine wirklich starke Europäische Union, die aufgebaut ist auf dem, was die Bürgerinnen und Bürger von ihr erwarten. Vielen Dank. Das Europa, das wir kennen, sei unter Druck, betont die EU-Ministerin Caroline Edtstadler von der ÖVP. Markus Leinfellner um seine Ausführungen. Bitte begrüße ich recht herzlich die neue Gruppe auf der Galerie. Herzlich willkommen. Bitte schön. Edtstadler fordert außerdem Europagemeinderätinnen in jeder Gemeinde in Österreich.